Es ist Steyr-Derby natürlich sehr, sehr wichtig. Und wir spielen jedes Spiel für 3 Punkte, für Sieg. Und wir brauchen, also zurzeit brauchen wir Punkten. Und wir hoffen, dass wir von Anfang jetzt was mitnehmen können. Wir müssen halt was mitnehmen. Ne? Ja, jetzt haben wir das erste Spiel hinter uns einmal. Wir haben einen Punkt gemacht. Das war wichtig. Wir sind eigentlich nicht so gut gestartet, haben dann die Moral bewiesen. Und ja, wir wollen natürlich alles einhauen, dass wir am Samstag 3 Punkte mitnehmen. Was kann man Positives mitnehmen vom Heimspiel gegen Blaues Linz? Ja, ich denke, die zweite Halbzeit war in Ordnung. Erste Halbzeit haben wir eigentlich schön verschlafen, hat alles eigentlich gefällt, die Leidenschaft, der Einsatz. Zweite Halbzeit haben wir die Zweikämpfe mehr angenommen, haben den Punkt gerettet, würde ich mal sagen. Und ja, und am Samstag heißt es wieder umzusetzen, was wir zweite Halbzeit gemacht haben. Und dann, ja, ist viel möglich. So, erste Halbzeit war von uns sehr schlecht, wirklich, gegen Blau-Weiß Linz. Aber zweite Halbzeit waren wir viel besser, das haben wir schon analysiert. So haben wir ein Video gehabt. Und ja, gegen Lafnitz müssen wir voll konzentriert sein. Auch von Anfang an müssen wir konzentrierter sein, weil wenn die als erstes Tor schießen, dann wird es natürlich schwerer sein, natürlich auswärts auch. Und ich hoffe, wir müssen da mit Punkten zu Hause kommen. Es ist ganz wichtig für uns. Jedes Spiel ist ab jetzt ganz wichtig, ja. Und vor allem hat man ja noch eine Rechnung offen mit den Lafnitzern, oder? Wir müssen Revanche, weil sie haben gegen uns zu Hause gewonnen und jetzt müssen wir halt Revanche und müssen wir gewinnen. Ja. Ja, was erwartest du am Samstag für ein Spiel? Ja, sehr ruppiges Spiel. Lafnitz ist ein sehr energisches Team. Ich habe ja früher da gespielt. Ich weiß, wie sie spielen und ja, es wird nicht einfach, aber wir müssen alles dran setzen. Wenn wir eine gute Leistung zeigen, dann können wir als Sieger vom Platz gehen. Wie hat man sich auf die Lafnitzer vorbereitet unter der Woche? Ja, ich denke, wie auf jeden Gegner das Gleiche. Wir haben ganz normal trainiert, wir haben im Kraftbereich trainiert, wir haben taktisch trainiert. Und ja, wir werden uns gezielt noch in den nächsten 2 Tagen auf das vorbereiten und dass wir Samstag auch gestärkt ins Spiel gehen können. Und wir sind gerüstet und bereit fürs Spiel. Die ganze Liga kämpft eigentlich gegen einen Abstieg, würde ich mal sagen. Lafnitz ist zwar jetzt Dritter, aber ist trotzdem jetzt nicht allzu weit von uns weg. Und ja, wir dürfen keine Angst haben. Das ist ein Steirer Derby, wir sind hoch motiviert und wir wollen natürlich die 3 Punkte holen. Ja, was wird wichtig sein am Samstag? Was glaubst du? Ja, es wird sicher, also wie wir gehört haben, wir haben super Rasen drüben. Es wird natürlich Kampf sein. Wir müssen kämpfen, 2 Kämpfe annehmen und dann schauen wir, dass wir halt Fußball spielen können. Und ich glaube, mit 2 Toren werden wir zufrieden sein und werden wir sicher Punkte holen. Also 2 Tore müssen wir unbedingt halt schießen. Ja, natürlich, vorne, wir haben viele Chancen leider, aber das nutzen wir leider nicht und darauf arbeiten wir auch, trainieren wir auch hart, auch so wie hinten, defensiv und ich hoffe, es wird positiv sein gegen Lafnitz. Ja. Ja, man trainiert immer sehr gut, woran liegt es, dass man das ja nicht immer am Platz bringt? Ja, wir trainieren wirklich gut, auch wie gesagt, Vorbereitung war auch super, jeder hat gedacht, es wird eine besondere Saison sein, aber gleich haben wir gesehen, gegen Blau-Weiß Linz, es war schwierig, aber wir müssen da raus. Ich weiß nicht, es ist wirklich schwierig. Bei Meisterschaft ist immer, beim Freundschaftsspiel sind immer wirklich anders und ja, wo wir Meisterschaft ist immer ein bisschen anders, aber ich hoffe, es wird besser und besser. Ne? Ja, ist natürlich, wir sind eine sehr junge Mannschaft, das ist natürlich für viele eine neue Situation, dass wir im Abstiegskampf sind. Jetzt gilt es einfach, Kopf zu bewahren und einfach alle zusammen für den Sieg kämpfen. Wir haben natürlich noch viel zu lernen. Vielleicht ein bisschen Nervosität dabei im ersten Spiel, ist natürlich klar, aber okay, jetzt heißt es abzuhaken. Wir haben wirklich Moral bewiesen, haben den Punkt geholt und ja, jetzt heißt es am Samstag voll Gas geben und dass wir die 3 Punkte einsammeln. Ich habe sehr gute Gefühle, die Mannschaft freut sich auch auf Samstag und wir haben alle gute Gefühle. Ich hoffe, wir müssen was holen von dort. Also ohne Punkte kommen wir sicher nicht zurück. Im Prinzip haben wir da daheim 2-1 verloren, ein bisschen unglücklich und so. Und ja, wir möchten einfach dorthin fahren, wir möchten unbedingt 3 Punkte holen, aber wir wissen auch, dass es ganz schwer wird. Ich habe das Video angeschaut und so, habe analysiert, sie sind sehr giftig, muss ich sagen, sehr aggressiv, da muss man schon aufpassen und so. Aber wir haben uns was einfallen lassen und ich hoffe, dass wir unseren Matchplan umsetzen können. Ja, noch ein 1-1 gegen Linz, mit dem Punkt hat man ja gut leben können, aber jetzt wäre natürlich ein Sieg sehr schön. Ja, es ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, so eine erste Halbzeit darf uns immer passieren. Da waren wir einfach nicht am Platz und in der zweiten Halbzeit haben wir das dann eh wieder so hingestellt, wie es wirklich ist. Und ja, wir müssen von Anfang an da sein, das wird ganz wichtig sein und natürlich unsere kleinen Fehler aufstellen und natürlich hoffen, dass wir im Prinzip, dass wir da durch die 2-3 Chancen, was wir sicher haben werden, dass wir da Tore machen, ja, und dann werden wir sehen, was passiert. Im Prinzip wissen wir alle, um was es geht und ja, und das wird man am Platz sehen.
Alle Spieler sind soweit fit, die Gesperrten kommen auch wieder retour. Das heißt, der Trainer hat die Qual der Wahl. Ja, auf jeden Fall. Gestern haben schon ein paar gespielt bei der Amateurmannschaft, aber dass wir da drinnen bleiben. Es ist einfach der Kader ist größer geworden und das merkt man. Es ist ein bisschen Unruhe, ein bisschen Spannung drinnen, was einerseits gut ist. Andererseits muss man halt immer aufpassen, dass man die richtigen Schlüsse daraus zieht. Aber wichtig ist, dass wir am Samstag dorthin fahren und alles geben und natürlich mit einem Dreier anfangen.